Also wenn ich ins Kino gehe, dann ist der erste Weg, bevor ich in den Kinosaal gehe, entweder links oder rechts zum Popcornstand. Weil das muss einfach sein, große Pulle zu trinken und Popcorn dazu. Das gehört für mich zum Kino, wie das Kartensammeln nachher, falls der Film gut war. Oder eben auch später vielleicht dann zu sagen, ich habe mir den Film gekauft und ich will zu Hause Kino machen. Mit den großen Fernsehern heute ist natürlich Kinoerlebnis zu Hause das absolute Happening. Und was fehlt da dann natürlich? Genau das Gefühl mit dem Popcorn. Und da stelle ich Ihnen jetzt eine absolut professionelle Popcornmaschine, die sich sogar Cinema ja nennt, mit Edelstahltopf vor. Ein absolutes Profigerät, mit dem Sie karamellisiert, süß oder salzig, super leckeres Popcorn ohne Konservierungsstoffe machen können. Kinderleicht zubereitet, richtige Menge durch praktische Messlöffel können wir nämlich hier einfüllen. Wir haben zwei Messlöffel dabei. Der eine ist für Öl und der andere ist natürlich dann für den Mais, der aufpoppt. Und das funktioniert ganz einfach, indem wir das, und das zeige ich Ihnen jetzt mal schnell, ich habe alles schon mal vorbereitet, hier vorne unsere Klappe aufmachen. Einmal, so einfach geht das. Dann natürlich die richtige Menge Öl, und das ist ganz wichtig, einfüllen, damit nichts anbrennen und auch nichts ankleben kann. Und dafür haben wir den runden Messbecher dabei. Da packe ich jetzt einfach mal ganz gemütlich das Öl rein. Entschuldigen Sie bitte, dass ich kurz die Maschine ein wenig zu mir drehe, dann ist es aber etwas einfacher für mich. Und dann haben Sie hier diesen Edelstahlbehälter, den sehen Sie. Und da fülle ich jetzt als allererstes mal das Öl ein. So, jetzt ist das drin, das ist genau die Menge, die benötigt wird, speziell für diesen Automaten. Und dann komme ich natürlich ganz wichtig mit dem, was nachher so schön in den Zähnen knarzt, nämlich mit unserem Mais. Und auch da nehmen Sie einfach einen gestrichenen Löffel, so wie ich Ihnen das hier zeige. Und auch der kommt hier oben in die Maschine mit rein. So, dann können Sie natürlich sagen, wollen Sie süß, wollen Sie salzig, vielleicht ein bisschen Paprika mit rein. Ich mag es klassisch süß. Und da tue ich jetzt einfach noch ein bisschen Zucker mit rein. Et voilà. Und dann machen Sie nichts anderes mehr als die Tür zu. Mit Magnet übrigens. Super schöne Innenbeleuchtung. Und Sie drücken auf an. Und in kürzester Zeit werden Sie sehen, poppt hier das super leckere Popcorn raus. Und das eben in Mengen, damit auch mal so ein richtiger Fernsehabend mit 5, 6, 7 Leuten zum richtigen Kino-Happening wird. Dann schön auf die Couch. Vielleicht ein kühles Bierchen oder eben einen richtig schönen großen Pot Cola. Hier kommt automatisch Popcorn in richtig großen Mengen raus. Das ist das gleiche System, was Sie heute zum Beispiel im Kino auch sehen, wo Sie immer wieder nachproduzieren und nachproduzieren können. Im 50er-Jahre-Design, die Tür wie gesagt mit Magnet, effektvolle Innenbeleuchtung natürlich und die Schale innen drin ist natürlich zum Reinigen herausnehmbar. Also, ich würde Ihnen sagen, holen Sie sich das Kino-Feeling nach Hause. Großer Fernseher, große Popcornmaschine. Viel Spaß und schönen Abend.